schön, dass ihr da seid. Hallo. Kommen wir doch gleich mal zu eurem Album, das dieses Jahr erschienen ist. Ihr habt euch da ja in eine sehr elektronische und auch Techno-Richtung entwickelt. Das ist ja auch sehr straight, wie ihr das auch selber sagt. Wie kam das denn dann zu diesem Song, zu diesem Titel des Albums und überhaupt zu diesen greifbaren Songtiteln, die ihr gewählt habt? Also Akusmatik war ein Begriff, der uns einfach gut gefallen hat und wir eigentlich diese Idee spannend finden, sozusagen die Musik jetzt wegzutun von der Quelle, wo es herkommt, sondern dass nur die Musik für sich und an sich zählt, so kurz übersetzt, wie man Akusmatik sehen könnte. Und ansonsten, gerade bei uns und in der letzten Zeit, wo wir uns mehr in die elektronische Musik hin entwickelt haben und wirklich versucht haben, wie weit kann man da die Grenzen ausloten, war das einfach spannend zu sagen, okay, es geht nur um die Musik und nicht so sehr jetzt, wie das erzeugt wird, sondern einfach, dass es so ist, wie es ist und dass es gut klingt und fett klingt und so weit wie möglich an den elektronischen Sound, den man im Club hören würde oder auf großen Bühnen eigentlich entsprechen wird. Und zu den Songtiteln, sehr greifbar. Welchen Songtitel meinst du konkret? Related to Me. Das ist zum Beispiel ja auch ein sehr greifbar, man kann es ja sehr weit auslegen, also ist ja weit interpretierbar. Und auch generell, also ich finde, das ist, Songtitel sind ja auch sehr prägnant und nicht irgendwie großartig ausgebaut. Also es sind sehr kurze, prägnante Titel, die halt einfach greifbar sind. Deswegen, wie kam das dazu, dass ihr das so gewählt habt? Steht da die Musik für sich alleine? Nein, das steht, eigentlich steht der Inhalt für sich alleine, wenn es den Titel betrifft. Also bei den Teilen, also es gibt einerseits diese Tracks, die halt mehr in Richtung formlos und nicht klassisch Richtung Song gehen. Da gibt es Titel, die sind zum Teil Arbeitstitel, die übernommen wurden oder die eben eingefallen sind, wie zum Beispiel Bitte. Die Nummer ist von Bina und das war einfach sein Titel der Nummer. Wie er darauf gekommen ist, ist uns nach wie vor ein Rätsel, aber das war einfach die Nummer, weil es einfach so getauft worden ist und dann auch sich das Ganze irgendwie so entwickelt hat. Und leider zu mir, da geht es um Inhalte, geht es um persönliche Geschichten, um Briefe an einen selber, um Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die mich beschäftigen. Dinge, die ja, so in der Luft herumschwirren, also bis zu den größeren politischen Themen wie bei zum Beispiel auch Ray. Ray ist ja sehr politischer Umgang da ist vielleicht ein bisschen verschlüsselt dann noch als jetzt bei diesen, wie heißt die eine Nummer? Schnell. New York. Scherz. Stimmt, das ist auch drauf. Ne? Enjoy the Risk zum Beispiel, das ist ebenso eine starke Message dahinter. Also es teilt sich so auf und ist, glaube ich, ganz normal, dass ein Teil sehr persönlich ist, ein Teil ist bei uns halt Gesellschaftspolitik, kann man sagen, und andere sind halt Tracks, die, wo es Fantasienamen auch gibt. Oder einfach Le Mans hat sich aufgrund von einem Soundtrack in Frankreich entwickelt oder was irgendwo so einen Bezug gibt, den halt wir kennen. Okay, bleiben wir noch mal ganz kurz bei diesem musikalischen. Ihr habt auch mal erwähnt, dass ihr findet, dass Hip-Hop viel tanzbarer geworden ist. Woran macht ihr das auch? Ich glaube, das haben wir gesagt. Hast du es gehört oder gesehen? Ja, das hattet ihr in einem Interview gesagt. Dass Hip-Hop tanzbarer geworden ist. Bei einem österreichischen Magazin. Echt? Ja? Die österreichischen Magazine locken uns manchmal Sachen raus. Ist euch da auch ein Wort im Mund umgedreht worden? Hip-Hop ist tanzbarer geworden. Wir sind. Hey, warte mal, da kommt eine Frage. Okay. Inwiefern würdet ihr das denn an eurer Musik dann festmachen, wenn ihr denn dann auch eure Hip-Hop-Elemente zusammenfasst? Ihr habt ja auch durchaus welche. Dann vor allem auch live. Es hat sich schon transformiert, also die, wenn du es vergleichst, vor 10 Jahren waren sicher mehr Jungle-Elemente dabei, mehr Drum and Bass, das ist eigentlich ein bisschen auch verschwunden, weil es auch aus unserem Musikgeschmack ein bisschen verschwunden ist. Also jetzt, es gibt Connections hin, aber irgendwie hat uns dann einfach was Neues interessiert und wir haben versucht halt eher in Richtung Techno, House, Elektro, eher straight Beats, ein bisschen weg von den gebrochenen. Wobei jetzt gibt es wieder, es ist immer so eine Sache, die sich auch ändert. Bei dem Album ist es auf jeden Fall straight und sehr tanzbar. Also das tanzbarste Album sicher, das man auch gut auflegen kann. Es gibt auch ein Vinyl für DJs, also Hip-Hop tanzbar, das war der Ausgangspunkt. Ist Hip-Hop tanzbarer geworden? Also sicher. Vielleicht, wenn man so eher in die Richtung, was jetzt momentan so seit 5, 6 Jahren Einzug erhält, auch mit dem ganzen Reggaeton dann zusammen eventuell.
Dubstep und ja. So. Ja, es mischt sich alles viel mehr durch. Und ich meine, Dubstep ist auch eine logische Konsequenz, weil es in Wahrheit einfach die Halftime von den ganzen vorne Floor, von den schnellen Sachen ist. Deswegen wird es auch immer wieder guten Platz finden, weil es einfach gute Breaks bringt, ne? Ja. Innerhalb von einem Set. Hip-Hop-Tanzbar für ein super Statement. Schön, dass du das gesagt hast. Also bleiben wir auch bei der Musik. Ihr habt euch ja auch oft mit dem Thema Nischenmusik auseinandersetzen müssen, besonders eben auch in Bezug auf FM4, die halt eben in Österreich auch mehr Nischenmusik propagieren. Inwiefern habt ihr euch daraus entwickelt oder inwiefern habt ihr euch reinentwickelt, nachdem wie man das sieht? Also FM4 war eigentlich in unserer Geschichte immer ein sehr wichtiger Partner, weil sie uns von Anfang an auch unterstützt haben. Und FM4 ist einfach auch die einzige Plattform in Österreich wirklich ist, wo alternative Musik gespielt wird. Weil alle anderen Radios sind eigentlich Formatradios, die halt kaum oder eigentlich fast gar nicht auch österreichische Künstler oder alternative Musik. Und außerdem ist diese ganze Alternativ-Mainstream, es wäre schön, wenn einfach jeder die ganze Musik hören könnte und wenn man das auch zugänglich machen würde den Menschen. FM4 war wichtig für uns in der Geschichte, das war eigentlich noch damals eher bei euch, noch vor meiner Zeit. Und aber nach wie vor, wir haben zum Beispiel voriges Jahr, das war spannend, auch mit FM4 eine Coop gemacht, wo wir ein Stück von uns, oder war das heuer? Voriges Jahr, oder? Heuer. Wo wir ein Stück von uns gemeinsam mit FM4 als Remix freigegeben haben und sozusagen einen Contest gemacht haben. Und es passiert einfach viel, es ist eine Plattform, die aber trotzdem eigentlich nur verschwindend klein ist. Also im Endeffekt sind es 4%, oder? Also 4% Hörerschaft in Österreich, das ist wirklich eine Nische trotzdem. Wenn man sich natürlich nur in der Nische bewegt, glaubt man, wow, man hört ja jeder FM4, aber das stimmt nicht. Ne? Aber es ist total wichtig, dass es das gibt. Jetzt auch nochmal bezogen auf eure eigene Musik. Ihr sagt, oder man hört es auch sehr, dass ihr euch in eurer Musik ständig in einem Prozess befindet und immer weiterkommt. Inwiefern tauchen denn dann da Probleme auf, wenn man dann zu viel Prozess in die Musik legt und zu viele Ideen sammelt? Wo kann man sich dann noch positionieren? Wir haben uns da, was das anbelangt, sehr stark weiterentwickelt, weil früher war es so, dass wir uns oft ein bisschen mehr verheddert haben und an einem Stück dann, weiß ich nicht, 10 verschiedene Versionen gebastelt haben und so weiter. Jetzt beim letzten Album zum Beispiel ist das relativ schnell gegangen, weil wir haben quasi alle unsere Ideen eingebracht und dann gemeinsam entschieden, was kommt aufs Album und das dann auch relativ flink umgesetzt. Also insofern kennen wir im Moment dieses Problem nicht. Das ist schön zu hören. Welche Band wärt ihr vom jetzigen Standpunkt aus gesehen vor 30 oder 40 Jahren gewesen? Wenn ihr eure Musik jetzt mit Musikkritiker 30 oder Musikhistoriker unter uns. Also ich wär, glaube ich, Schlagzeuger bei Pink Floyd. 30, 40 Jahren. Die einzige Band Schlagzeuger bei Pink Floyd, das ist die Band. Pink Floyd Drummer. Vielleicht würde ich mich in 30, 40 Jahren. Vielleicht ist es gerade Supermax sein, aber. Ja, vielleicht wäre ich Basskofferträger bei Supermax. Oder. So irgendwas in der Richtung. Oder. Make-up-Artist bei Bonnie M. Vielleicht wäre der geheime weiße Sänger hinter den schwarzen Gesichtern damals. Ich wäre wahrscheinlich sein Assistent. Okay. Gut. Weil es dann so wäre. Wie darf Bauchklang klingen? Da! Kommt's aber, wir sind bereit. Wollen wir den kurz abwarten? Ja. Unser Hubschrauber, der wollte es eigentlich holen. FM4 Hubschrauber. Wir fliegen zum Soundcheck. Oh ja. Wie darf Bauchklang klingen, wie darf Bauchklang nicht klingen? Das ist eine sehr interessante Frage. Sagen wir so, es gibt, dadurch, dass wir A Cappella machen, war es uns gleich schon im Laufe der Jahre ein Anliegen, nicht wie A Cappella zu klingen. Oder klassisch, oder es war einfach ein. Also gewisse süßliche oder einfach gewisse Sounds, die man halt eher die so vom A Cappella-Sektor kommen. Also wir haben auch früher Covers gemacht ganz am Anfang, aber wir haben trotzdem, glaube ich, geschaut, dass wir eigenständige Sounds machen und immer weiter gearbeitet, um einfach eigen zu klingen und nicht
ja, komisch oder keine Ahnung. Hast du mal ein Beispiel, wenn man das... Es gibt ja einen Schubidi-Schubidi-Schubidi-Wabadu-Hubi. Oder es gibt eine Version Eye of the Tiger, der ist nicht von uns ist. Und gestern hat mich jemand angesprochen drauf gesagt, das ist die einzige Nummer. Die Covers, die alten, sind, die mache ich schon ganz gerne, aber das, irgendwie, das. Und ich gesagt, das ist nicht von uns. Und da hört man es, glaube ich, trotzdem klassisch, wie es... Bam, 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 bam. Also, mir fällt kein Wort, einfach süßliche, peinliche Sounds. Durchgestylt? Nicht durchgestylt, so... Das kennt man ja eigentlich, lieblich, dieses ja. Künstliche, witzelnde, was auch immer. Also für mich darf Borken so nicht gingen, außer man nimmt es auf die ironische, aber sonst darf Borken, glaube ich, sehr in verschiedene Richtungen klingen. Gut muss klingen, glaube ich, und es muss nahe beim Gefühl sein oder echt sein, was immer das ist. Es kann in alle Richtungen gehen. Im Endeffekt geht es einfach um die Ästhetik eben, also jeder Sound, den wir machen, also der ist irgendwie mittlerweile wohl überlegt oder viel geübt und da gibt es eben kaum, also jeder für sich hat da kaum Kompromisse, was das anbelangt. Also gilt es schon immer, das Beste rauszuholen und ich glaube, da geht es vor allem um den Sound eben, wie du gesagt hast, und jetzt nicht so sehr um das Genre. Mhm. Okay, kommen wir mal zur letzten Frage. Ihr werdet 2014 besetzungsbedingt eine Pause einlegen, wenn die Information richtig ist. Wie werdet ihr die Pause nutzen? Oder werdet ihr sie nutzen? Also jetzt ist einmal eine Zeit lang Auszeit. Und dann treffen wir uns wieder und gehen frühstücken. Und dann schauen wir, was dann zu dem Zeitpunkt passiert. Also es ist... Wir gehen weder auseinander im Streit, noch irgendwie schlecht oder sonst irgendwas. Es ist einfach mal eine Pause, jetzt auch nach nahezu 15 Jahren, die beiden Kollegen schon spielen, einfach mal eine Pause, wo man mal sagt, es gibt jetzt mal vielleicht auch 2 Wochen Urlaub, die man sich gönnen kann. Und der Rest ist wieder in der Musik. Mal schauen, was dann passiert. Ich trainiere nämlich Bodybuilding in der Zeit. Ich möchte nicht wieder sie... So. Körperlich. Man's Health, oder? Dass du vorne am Titelblatt bist. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich eine Ausbildung als Saunawart machen soll. Badermeister wäre auch erstmal ein Einstieg. Gut. In Wien ist das ein hartes Pflaster. Als Saunawart. Da kommt normalerweise ist das fast ein Diplomatenjob dort. Ja, man kriegt alle Geheimnisse mit. Mhm. Gut, okay. Nein, aber ansonsten Musik machen und wir machen alle, glaube ich, jeder von uns, unsere Dinge und so, sei es mit Family oder mal wieder auch Freunde treffen, zur Abwechslung einmal. Und also insofern ist es einfach auch immer gut, ein bisschen Zeit zu haben, die man wieder planen kann. Gut, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und nachher viel Spaß in der Muffathalle. Dankeschön.